Ich stehe hier mit Martin Müller, dem Geschäftsführer von Müller Hydraulik. Und wir werden uns jetzt ein bisschen über den Dreher des Jahres und die Technik hinter Müller Hydraulik auseinandersetzen. Was bringt eigentlich Ihr Kombiloop in wirtschaftlicher Hinsicht an der Citizen-Maschine, auf der morgen beim Wettbewerb gedreht wird? Ja, also in der Konstellation, wie jetzt diese Anlage aufgebaut ist, haben wir natürlich eine sogenannte Luxus-Variante. Das ist eine Vollstromfiltrationsvariante. Das ist eigentlich im Prinzip, wenn man jetzt mal von der Unterstützung im Zerspannungsprozess mit Innenkühlung spricht, die Luxusvariante deswegen, weil wir den gesamten Kühlschmierstoff einerseits filtrieren, den gesamten Kühlschmierstoff auch über ein integriertes Kühlgerät auf gleicher Temperatur halten, dann im Prinzip mediumsfrei oder verbrauchsmediumsfrei, so muss man sagen, also ohne Filterfliese, im Prinzip auf 30 μ automatisch herunterfiltrieren. Das heißt, wir haben einen automatischen Austrag von diesem, von diesen Schmutzpartikeln aus dem System und das eben ohne, dass irgendjemand irgendwelche Verbrauchsmedien wechseln müsste. Also eine im Prinzip komplett autarke Anlage. Das ist mal das Gesamtkonzept. Und dann haben wir natürlich den Hochdruck im Speziellen. Der Hochdruck ist natürlich heute in der Zerspannung kaum noch wegzudenken. Bei immer härter werdenden Materialien. Es ist nicht nur die Lösung, aber es ist eine von verschiedenen Lösungen, um eben schwierige Materialien zu zerspannen, um Späne frühzeitig zu brechen, um beispielsweise sehr, sehr saubere Oberflächen hinzubekommen, um natürlich auch den Output zu steigern, indem man ganz einfach höhere Vorschübe fahren kann. Das sind so mal die grundsätzlich wichtigsten Elemente, auch jetzt gerade für den Wettbewerb Dreher des Jahres an der Maschine. Gibt es denn in der Produktfamilie Kombiloop neue Entwicklungen, die vielleicht hier dann auch zum ersten Mal in der Form vorgestellt werden? In dieser Hinsicht haben wir tatsächlich eine neue Entwicklung, die nämlich gerade hier steht. Wir haben hier ein extrem kompaktes Aggregat entwickelt, welches zweigeteilt ist. Wir haben also eine Hochdruckanlage, die in der Regel normalerweise eine Einheit darstellt, in zwei Module aufgebaut, die am Ende nur über einen Schlauch und ein Kabel miteinander zu verbinden sind. Und ich bin extrem flexibel geworden. Ich kann beide Module im Prinzip in unterschiedlichsten Varianten unter dem Stangenlader anbringen, eben gerade so wie Platz ist. Und die Module können bis zu 6 Meter voneinander aufgestellt werden. Und das bietet natürlich maximale Flexibilität, wenn man extreme Raumnot hat. Und das passiert immer mehr, indem ja diese Maschinen heute in unterschiedlichsten Konstellationen aufgestellt werden. Aber wenn die Kopf an Kopf stehen, dann hast du eben, sagen wir mal, zwischen dem Stangenlademagazin und der Maschine nicht mehr viel Platz. Und wenn du vor der Maschine keine Optionen hast, dann musst du irgendwo unter den Lader gehen. Und da haben wir einfach ein Konzept entwickelt, und zwar wirklich mit allem, auch Automatikfiltration, durchaus auch Plattenwärmetauscher, es ist alles drin. Das ist eigentlich das Nonplusultra in der Hochdruckkühlung. Vielleicht noch ein Wort zum Dreher des Jahres für eine Firma wie Müller Hydraulik. Wie bedeutsam ist da so ein Wettbewerb? Der ist schon deswegen sehr bedeutsam, weil wir zum zweiten Mal mitmachen. Also das ist eigentlich schon fast die wichtigste Antwort. Der Dreher des Jahres ist halt eine tolle Plattform, auf der du einfach dich zum einen sehr gut darstellen, sehr gut präsentieren kannst. Zum anderen ist es halt ein Wettbewerb, ne? Und in dem Wettbewerb werden Technologien vorgestellt und Technologien werden genutzt. Und das heißt, es ist nicht irgendwo eine Theorie, sondern es ist eine Veranschaulichung der Möglichkeiten. Und deswegen ist der Dreher des Jahres eigentlich immer eine tolle Geschichte.